So, hier sind wir jetzt auf unserem morgendlichen Spaziergang. Jeden Morgen kurz vor 7, das bedeutet kurz vor Sonnenaufgang, geht es mit Delta in die Wüste. So gehe ich meine Straße runter und muss dann nur einmal nach rechts, geradeaus, über die Straße drüber und dann bin ich eigentlich schon da. Die Straße geradeaus, das ist die Montana. Die wird derzeit umgebaut. Baustelle sieht man gleich auch noch. Das wird dann praktisch so eine Autobahn, weil der Verkehr hier so extrem zugenommen hat. Und in die Richtung bin ich früher mal gefahren. Dort ist Fort Bliss. Das ist das Hauptquartier der Army Reserve. Die reparieren dort unter anderem auch LKWs und Fahrzeuge etc. Hier ist der Punkt, wo ich Delta jetzt loslasse. Denn die Wüste ist gleich rechts um die Ecke. Delta? Yes! Wir gehen diesen Weg, oder sagen wir mal so, diese Richtung, eigentlich jeden Tag, jeden Morgen. Circa eine Stunde lang gehen wir dann hier in der Wüste spazieren. Delta ist dann überwiegend von alleine los, denn ab und zu ist ja auch mal jemand mit dem Hund. Muss ich halt aufpassen, aber ansonsten kein Thema. Ich muss natürlich auch ein Auge darauf haben, dass sie nicht nach Kaninchen läuft. Aber in der Regel hört sie hundertprozentig auf mich. Das ist also kein Problem. Alter. So, hier sieht man jetzt schön hinter mir die aufgehende Sonne und dadurch den langen Schatten, den ich hier in die Wüste werfe. Und ganz, ganz weit hinten am Horizont sind die Franklin Mountains von El Paso. Da ist Delta. Huh? My girl. Are you tired? Huh, baby? Are you tired, my girl? Come on. Yeah. Let's go. Ja, herrlicher Morgen. Kein Wind, aber wirklich überhaupt kein Wind. Es sind 17 Grad Celsius. Es waren gestern noch 11. Also Temperaturen haben sich wieder, nachdem eine Kaltfront durchgezogen ist, etwas normalisiert. Und heute die Höchsttemperaturen werden dann so um die 30 Grad liegen. Come on, girl. Come on. Ah, good girl. Come on, let's go.
Delta, look at me. Yes. So, der Kreis schließt sich. Wir haben jetzt eine Runde gedreht. Wir sind jetzt genau auf der anderen Seite des Army Reserve Zentrums. Das ist die andere Seite vom hinteren Parkplatz. Da stehen auch jede Menge Fahrzeuge.